Willkommen in der wunderbaren Welt der Chemie. Heute lernen wir mit Hilfe des Farbstoffersets von Mel Chemistry, aus welchen Farben sich Farbstoff von schwarzen Markern zusammensetzt. Führe dieses Experiment auf dem Kunststofftablett durch, um eventuell ausgelaufene Flüssigkeiten einzudämmen. Vergiss nicht vor dem Experiment Schutzhandschuhe und Schutzbrille anzulegen. Um eine der Reagenzflaschen zu öffnen, den Deckel nach unten drücken und drehen. Stich die Flaschendüse mit einer ungebogenen Büroklammer ein. Für das Experiment Chromatographie benötigt man die Natriumhydrogensulfatlösung, den schwarzen Marker, das Filterpapier, die Petrischale und einen Baumwollzylinder aus dem Experimentierkit. Nimm zuerst ein Stück Filterpapier und deinen schwarzen Marker. Mit dem Marker zeichnest und malst du in einem kleinen Kreis auf dem Filterpapier. Der Kreis sollte ca. 1 cm, etwas weniger als einen halben Zoll, Durchmesser haben. Lege das Filterpapier in die Petrischale. Nimm nun den Baumwollzylinder und tropfe Natriumhydrogensulfatlösung auf ein Ende. Mach weiter, bis die Lösung vom anderen Ende des Zylinders tropft. Stelle den feuchten Zylinder in die Mitte des schwarzen Kreises. Der schwarze Kreis zerfällt in farbige Ringe. Das Endergebnis erhältst du in ca. 10 Minuten. Man kann durch Mischen mehrerer Farbstoffe schwarz herstellen. Die Flüssigkeit aus dem Baumwollzylinder breitet sich durch das Filterpapier aus und nimmt die Farbstoffe mit. Die verschiedenen Farben des Farbstoffs, aus denen sich der schwarze Farbstoff zusammensetzt, wirken alle unterschiedlich auf die Lösung und das Filterpapier ein. Manche durchqueren das Filterpapier schneller, andere hingegen brauchen Zeit. Diese Eigenschaft können wir nutzen, um den schwarzen Farbstoff in seine Bestandteile zu zerlegen und die Chromatographie hautnah mitzuerleben. Erfahre mehr über dieses Experiment auf unserer Mel Science Website.